Also die Edeltour ist wirklich das Einzige, was schaffen kann, dich zum normalen Mensch zu machen, Bro. Er chillt einfach ohne Handy, geht mit Freunden raus. Oder bald Edeltour jeden Monat, dass wir klarkommen. Nee, auf gar keinen Fall. Heutzutage wahrscheinlich diese Fahrschul-App, wo du lernst für Prüfungen, kannst Dating. E-Mail. E-Mail. Ich habe nächste Woche Termin beim Arschologe. Oder weißt du, wie schwer das war, jemanden zu finden? Der so einen großen Arsch untersuchen kann? Ich musste ja basically zu einem Tierarzt. Ich habe bei Zoo Köln angerufen. Ich musste zum Tierarzt. Herzlich willkommen zum Edeltour. Yeah! Mit Dominik und Kevin. Freunde, das ist die todeste Folge des Jahres. Das ist meine Prediction für heute. Das ist schon mal geil, so reinzugehen. Wirklich. Die letzten 10 Jahre Social Media haben die jetzt angelernt, dass wenn man so jetzt in seine Folge reingeht, dass das richtig geil ist. Ja, Bro, keine Ahnung. Mann. Es hat heute alles damit begonnen. Also, ne, wir haben gerade 12 Uhr, nee, 13 Uhr. Und es hat alles damit begonnen, dass um 12 Uhr ich auf einmal gehört habe, wie mein Handy so, no joke, so 5 Minuten durchvibriert hat, weil Mike mich irgendwie 6-mal angerufen hat. Und dann dachte ich so, ich war so schon so halb wach und dachte so, okay, Bruder, entweder ist es Mike oder es ist Tobi und die wollen irgendwas Wichtiges mit Management. Und dann gucke ich auf mein Handy, dann ist da so dieses, es gibt ja jetzt dieses neue Feature, dass wenn jemand anruft, dass da nicht einfach nur steht Mike, sondern Mike und dann so sein Bild dazu, checkst du? Ist das diese iOS 18? Nee, das gab's schon vorher, aber das ist dann so, du guckst dann auf den Screen und da ist da so ein Mike, der dich so anlächelt. Ja. Und dann dachte ich schon so, Digga, scheiße. Und dann habe ich mich rangegangen und so, dann ist mir in dem Moment, habe ich so auch gleichzeitig so gelesen, was so für WhatsApp-Nachrichten reinkam und dann habe ich so gecheckt, ach du Scheiße, Digga, wir sind in 3 Minuten verabredet zum Podcast und ich muss noch irgendwie 40 Minuten dahin fahren. Ja, ich habe da noch eine schlechte Nachricht für dich. Der Podcast steht da halt im Kalender drin um 11 Uhr. Wirklich? Ja. Ich habe aber Öltalk, da muss ich selber auch die Schere heben, Bro. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. In meinem Kopf dachte ich irgendwie 12 Uhr und ich bin heute Morgen, Bro, das war auch crazy. Heute Morgen hat Tobi mich abgeholt von zu Hause und wir sind zusammen ins Büro, weil ich um 11 Uhr hier noch einen Call mit ihm zusammen hatte, mit jemand anders. Und ich habe mich wirklich gefühlt, wie wenn man so als Kind mit auf die Arbeit geht mit seinem Papa oder so. Hast du mal gemacht? Also gut, deine Eltern waren ja selbstständig, ne? Ja. Aber so bei mir war das wirklich, es gab mal so 1-2 Tage im Jahr, da bin ich dann wirklich mit meinem Papa so auf Arbeit und dann saß ich da so rum und durfte Sachen stempeln oder irgendwie so, hat er mir halt so Quatschaufgaben gegeben. Ja, ist doch geil. Und so auf den war ich heute und sitze um 11 Uhr und dann kommt auf einmal Miguel, ist am Start und sagt so, ey Leute, wo seid ihr alle? Und ich denk so, hey, wie meint der 12 Uhr? Digga, der stand Real Talk 11 Uhr der Termin drin, 12 Uhr bist du jetzt vom Ding her angerufen, bist also zum Zeitpunkt des Anrufs schon eine Stunde zu spät, theoretisch, aus zumindest jetzt Miguel Sicht, der als Einzige vom Team sein Leben im Griff hat anscheinend. Das Ding ist halt, also muss man auch mal ganz kurz ansprechen, falls ihr die Videofolge guckt, der Raum ist voll gemüllt gerade, Freunde, hier stehen alle Sachen, ich kam hier auch gerade rein und meinte so, Leute, warum steht hier alles? Ja. Und dann angeblich ist es was wir abgesprochen haben, ich habe das aber nicht mitbekommen. Große Überraschung. Und die Jungs meinten, dass wir das abgesprochen haben, dass wir hier den ganzen Müll hier quasi aufstellen für den Vibe. Ja. Das habe ich nicht so ganz gecheckt, sag ich ehrlich. Ja, also das war halt so die Idee. Also das war ja Tims Idee, aber ich fand die Idee gut. Weil die Jungs meinten, die müssen eh den ganzen Scheiß halt von der Edeltour, wenn ihr es nicht gesehen habt, Adam war genau, ob es das gibt, aber falls ihr es nicht gesehen habt, wir waren die letzten 11 Tage, 10 Tage unterwegs durch den ganzen Balkan mit dem Wohnmobil und mit ganz viel Technik und die ganze Technik steht halt jetzt hier im Keller, weil, Plot Twist, unser Podcast-Studio ist auch unser Lagerraum. Ja, und wir haben halt, und unser Lagerraum sind 2 verfickte Regale. Ja. Wir bräuchten aber mindestens eigentlich einen ganzen Raum. Also wir haben aktuell wirklich ein großes Problem logistisch, Digga. Aber was ich sagen wollte... An allen Ecken und Enden, Bro. Ja, was ich sagen wollte, so, ich bin wirklich, ich habe einfach Raum und Zeit verlassen für die letzten 3 Tage. Deswegen tut es mir auch wirklich leid, aber ich hätte es auch nicht anders hinbekommen, als heute zu verpennen. Weil... wir haben diese 10 Tage Tour gemacht. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Bro, ich muss danach erstmal ein bisschen chillen. Ja. So, und dann habe ich halt Montag, Montag kamen wir an. Ich glaube, Montagabend kamen wir an, der Nacht, ja. So, Dienstag war ich dann direkt unterwegs, da war auch Miguel mit dabei und Tim und so. Und wir waren dann noch so saufen mit Max und Dave und den Jungs von denen und so, mit den Leuten von denen. So, das war da. Da hat es mich dann schon mal also komplett rausgenommen für den Tag danach. Ja. Und dann musste ich mich also gestern? Ja, und dann musste ich mich, und heute werde ich mich nochmal allgemein einfach erholen. Das heißt, ich habe einfach wirklich für 3 Tage bin ich einfach komplett aus dem Leben rausgenommen. Bro, ich habe wirklich gar nichts mitbekommen. Ich habe einfach nur im Bett gechillt, habe Essen gegessen und Sachen geguckt. Ich habe 5 Folgen die Nanny geguckt, Bro, gestern. Dann habe ich 2-3 Folgen geguckt von Monsters. By the way, sehr große Empfehlung auf Netflix. Was ist das? Das ist so eine, nicht True Crime, also es ist von den Machern von Jeffrey Dahmer, von dieser Serie. Ja. Und das war ja auch nicht im Sinne von einer Doku,
aber das war auch based auf einer echten Begebenheit. Okay, checke. Also quasi also so eine echter True Crime Fall, aber richtig geil verfilmt, cinematisch verfilmt. Als Serie so, ja. Genau. Und es geht quasi um zwei Brüder, die ihre Eltern umgebracht haben. Mehr möchte ich jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen. Oh, dafür habe ich, glaube ich, mal eine Dings für Vorschau gesehen oder so. Lears und Niall Menderes Story oder so heißt es. Die haben ihre Eltern umgebracht? Ja, ja, und der Vater war so ein übelster, bekannter Typ und so. Sehr interessant, finde ich wirklich auch cinematisch wirklich geil umgesetzt. Und ich habe angefangen, weil das hat mich übelst genervt während der Edeltour, dass so mein Englisch wirklich krass eingerostet ist. Also nochmal mehr als, ich war jetzt nie crazy in Englisch, aber ich habe gemerkt, es ist nochmal weiter zurückgegangen, als ich es in Erinnerung hatte. Ja. Und dann habe ich so, dann waren wir so und dann meinte Marshall so, ja, wollen wir das einfach auf Englisch gucken? Und dann haben wir es auf Englisch geguckt. Ihr habt das auf Englisch geschaut? Ja, genau, weil ich dachte, das ist cool und Marshall hatte auch Bock drauf. Und dann waren wir erst so, boah, fuck, das ist irgendwie weird. So, weißt du, weil da waren so ein paar Sachen, die hat man dann nicht so verstanden am Anfang. Ich sag ehrlich, Untertitel müssen an sein erstmal, oder? Nee, haben wir dann nicht angemacht. Sondern wir haben dann einfach durch, ich hab dann einfach, Marsha war dann so irgendwie nach so 5 Minuten, ja, scheiß drauf, lass auf Deutsch gucken. Und dann habe ich so gesagt, nee, lass mal Real Talk versuchen. Und dann haben wir weitergeguckt und no joke, nachdem wir 10 Minuten geguckt haben, Digga, da hat sich's angefühlt, das hätte ich auf Deutsch man geguckt. Man gewöhnt sich dran, ne? Bro, es war ganz normal dann. Aber für alle, die das vorhaben, also ich, bei mir hat das, wenn ich das mal gemacht habe, weil ich habe auch einfach schon so Bock gehabt, eine Serie in Englisch zu schauen, im Original, weil manchmal auch die, bei manchen Serien weißt du, die Gags machen nur auf Englisch Sinn. Zum Beispiel, ja, wenn du sowas schaust wie The Office, das kannst du theoretisch auf Deutsch schauen, aber Bro, das ist tot, sag ich ehrlich. Boah, ich hasse das, deswegen, wenn, das hat man auch manchmal bei sowas wie How I Met Your Mother und so gehabt, obwohl es da teilweise auch echt sehr gut übersetzt war. Ja. Aber da waren auch manchmal so Gags, da dachte man sich so, Digga, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann hat man so kurz überlegt, okay, was wird das auf Englisch ungefähr heißen? Und dann, ah ja, okay, check. Das Ding ist, man braucht halt ein gewisses Englisch-Level, dass es dann auch Sinn macht, dass du auf Englisch schaust. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil zum Beispiel sowas wie Scrubs, das ist auf Deutsch übertrieben gut übersetzt. Mhm. Und die haben für alles, was sozusagen einfach bei der Übersetzung keinen Sinn mehr machen würde, weil manche Sachen machen nur im Englischen Sinn, weil die Worte ähnlich sind. Also, dass zum Beispiel irgendwie Cock auf irgendwas reime, so, das kannst du im Deutschen nicht machen, weil da heißt es halt Schwanz oder so. Oder weil es Sprichwörter sind, die es im Deutschen nicht gibt, haben die immer einfach einen anderen Gag gemacht, der trotzdem geil ist. Ja, genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich will jetzt Englisch lernen mit der Serie und du gehst rein und dann ist es so eine Serie, wo die schon oft so Spezialsachen sagen, dann wirst du ja voll oft da sitzen und so denken, boah, ich check's gar nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich check grad gar nicht, warum lachen die da drüber? Ja. So, entweder bist du dann ein Atze, der googelt und guckt, ah, okay, das ist so ein Sprichwort. Ah, ja, okay, also gestern waren wir bei so manchen Stellen, da war das so, da hat er so gesagt, es ist jetzt ein bisschen Spoiler für diese, also ganz, 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 ganz Mini-Spoiler für diese Serie. Ja. Aber da meinte der so, dass die Eltern am Sonntag umgebracht haben. Also das ist alles in der ersten Folge, ist jetzt nicht crazy News, ja, oder so. Dass die Eltern am Sonntag umgebracht haben, weil da die Maid nicht da war. Hm. Und der hat es so gesagt, irgendwie, the Maid has a day off oder so. Aber er hat es so genuschelt, so alles zusammen und ich... Und diese Hausfrau kam vorher als Topic noch gar nicht vor, dass ich da gar nicht die Connection gemacht habe. Alles klar, er sagt halt, die ist ja nicht da. Das war so das erste Mal. Und dann, Bruder, ich musste das so 6-mal gucken, um zu checken, was er da sagt. Bro. Ja. Aber deswegen von mir auch wirklich ehrlich. Ansonsten, Real Talk, das war in diesen ersten 5-6 Minuten, wo wir umgeschaltet haben. Danach, Bruder, haben wir 2 komplette Folgen, die gingen jeweils eine Stunde oder so. Und es gibt insgesamt 9, glaube ich. Haben wir 2 Folgen komplett auf Englisch geguckt. Die hat gar nicht gejuckt, Bro. Wirklich 0%. Ja, das ist stark. Übelst geil. Aber ich gucke auf jeden Fall weiter auf Englisch. Empfehlung auf jeden Fall. Mach die Untertitel an, aber halt auf Englisch, obviously. Ja, aber das habe ich das Gefühl, da lese ich dann nur. Da konzentriere ich mich nicht aufs Hören. Ich will das Hörverständnis verbessern. Und nein, du hörst auf jeden Fall. Nee, ich bin dann 100, so, Bro. Bruder, ich kann Bro, mich dann nicht drauf konzentrieren. Du kannst auch nicht deine Ohren ausschalten. Du bist doch trotzdem noch ein Mensch. Ja, aber das ist so, ich muss dann meine Ohren wirklich so 10% nur anstrengen. Ich lese dann das komplette Ding immer unten. Ich finde, okay, Untertitel gut, also, sind so abfuck. Probiert das mal aus, vielleicht seid ihr da anders als Kevin, weil ich glaube, das kann halt euch ein bisschen über diese Hürde helfen, dass ihr sagt, ich würde es gerne probieren, aber das Engl... Bro, Kevin hat gerade für alle Audiozuhörer, Kevin hat gerade die ein Viertel seiner Eisteeflasche über seinen Schuh, sein Bein, seine Hose und unseren Sessel, der aus einem aufsaugenden Stoff besteht. Ich massiere das mal in den Stoff ein hier. Drüber gekippt.
Aber ja, schaltet das an, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr würdet es gerne machen, aber das ist noch zu kompliziert für euch, dann ist das der Zwischenschritt vielleicht, der darüber hilft. Ich check auch für das, was du gesagt hast, für so Dinge, die so ein bisschen komplexer Gag-strukturmäßig sind. So ein True-Crime-Fall, der ist relativ linear, ne? Da sind jetzt nicht irgendwelche Gags mit doppeltem Boden, sag ich mal. Weißt du, wie ich meine? Also so, ja, das, ich check schon. Das ist relativ, eigentlich ist es ziemlich easy, um da reinzukommen. Weißt du, was ich gemerkt habe, aber das habe ich erst im Nachhinein gemerkt, diese 3 Wochen, wo wir da in Kanada waren, das hat auch wirklich nochmal crazy mein Englisch improved. Als wir auf Edeltour waren, haben wir so 1-2 Locals getroffen und haben da ja auch viel mit denen gelabert. Und ich war wirklich impressed, wie gut du mit den Leuten Englisch redest. Also ich hatte jetzt nie in Erinnerung, dass du schlecht Englisch redest oder so. Aber du warst sehr confident und so. Ich glaube, jetzt so mein Wortschatz und so hat das jetzt ehrlich gesagt nicht crazy vermehrt, diese 3 Wochen. Ja, aber du hast einfach so drauf losgelabert. Ja, man redet ja mit den Leuten jetzt auch nicht über Politik oder so krasse Sachen, sondern man sagt ja auch eher so Alltagsgespräche. Ich würde sagen, das konnte ich alles davor, aber Real Talk, dieses Confidence-Ding. Ja, das ist einfach das zu hinzugehen und zu sagen, ja, mein Gott, das ist halt so, hello, what's up? What's going on? What's going on here? Da habe ich halt eine übelste Blockade halt, weiß ich. Also, das ist so. Dann geh doch auch mal dahin. Ich habe da so eine übelste Sprachblockade und das löst sich halt immer, wenn ich halt so eine Woche nur Englisch reden musste oder so in meinem Leben. Dann war das so, also wenn, zum Beispiel, ich habe dir ja mal erzählt, dass ich bei so Poker-Events früher war. Ja. Und da gab es halt dann wirklich, da waren wir dann irgendwie, weiß ich nicht, auf Malta oder so. Und da waren halt nur englische Creator da und englische Leute und englischer Staff und so. Und ich kannte da so 2 Leute, die deutsch waren. Der Rest, da waren alle englisch, also englischsprachig. Und das heißt, wir haben 99% der Zeit, auch wenn quasi die Deutschen mit da waren, Englisch gesprochen, damit es halt alle verstehen. Ja. Und am Tag 1-2 ist es halt so ein bisschen so, okay, anstrengend. Digga, danach ist es einfach normal und du fängst halt Real Talk an, einfach schon auf Englisch so nachzudenken. Ja, und also zu träumen. Mir ging das halt wirklich so, das klingt so wie Lisa macht ein Auslandsjahr. Ich träume schon in Englisch. Aber es ist halt wirklich so. Also Tag 3-4, ich habe da auf Englisch schon gedacht und so. Ja. Und es geht übel schnell, aber so diese Blockade zu lösen, dauert halt irgendwie so 1-2 Tage bei mir. Und deswegen denke ich halt so, vielleicht ist es ganz geil, mal ab und zu was auf Englisch zu gucken. Ja. Und so, vielleicht auch mal so, weil ich habe dann so überlegt, was konsumiere ich so auf Englisch? Und alles, was ich auf Englisch konsumiere, ist eher so sehr, sehr leichte YouTube-Videos, genau. Ja. Oder TikToks. Also so, keine Ahnung, ja, oder TikToks, genau. Also halt so, oder Streams. Aber halt so sehr leichten Entertainment-Content. Und ich glaube, man lernt noch mal mehr so die Sprache so, wenn man halt einfach mal so eine Serie oder so guckt. Irgendwas, was so, wo man so wirklich alles verstehen muss, um den Zusammenhang zu checken. Mm. Ich glaube, da übe ich noch mal mehr. Hast du da eine Idee, weil ich überlege gerade die ganze Zeit, wie kann man für sich selber zu Hause diesen Aspekt vom selber sprechen, aber weil so dieses Hören ist auf voll gut, ich hab Homie, aber die Blockade mit diesem Sprechen. Meine Homies hatten mal lange so eine Phase, da haben die so, also ne, meine Berlin-Homies. Sag es bitte nicht, die hatten so einen englischen Donnerstag oder so, wo die immer Englisch reden. Nee, aber die haben manchmal haben die halt so, also die kiffen dann jedes Wochenende. Ich wollte gerade sagen, manchmal haben die am Wochenende gekifft. Aber basically jedes Wochenende kiffen die. Ja. Und ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber die hatten mal so eine Phase, dass die dann auf so Weed gesagt haben, okay, die nächste Stunde reden wir nur Englisch. Ja, so wie ich das mit Miguel immer mache. Aber ohne Weed halt. Ja, dann haben die das halt so komplett durchgezogen für so eine Stunde lang. Sollen wir auch mal machen? Also nicht jetzt. Meinst du, wir werden mal irgendwann einen Edeltalk haben auf Englisch? Ja. Spätestens, wenn die Queen zu Gast ist. Da habe ich schlechte Neuigkeiten, Bro. Ist sie dead? Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Aber spätestens, wenn... alles geil bei dir eigentlich? So atemtechnisch und shit, oder was geht ab? Ich habe 7 Tage Ivo genommen und bin immer noch irgendwie husterig und schnupfenmäßig. Du hast 7 Tage Antibiotikum genommen, vor allem, hoffe ich. Und nicht Ibus. Also, was oder waren das Ibus die ganze Zeit? So, deswegen wird es nicht besser. Ah, sorry, ich meinte Antibiotika, ja. Das wäre geil, wenn jetzt rauskommt, Bro, du hast einfach die komplett falsche Tabletten genommen. Du hast Tabletten genommen, die dir so gegen Hämorrhoiden. Und ich so, Digga, ich nehme das alte, mein Husten wird nicht besser. Nee, die habe ich auch immer noch. Okay. Hast du Hämorrhoiden? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Woher weiß man das? Wenn man zum Beispiel, wenn man Arsch erwischt, dann ist Blut. Real Talk, so einmal alle 3 Monate habe ich das. Ja, würde ich. Aber das ist, wenn man halt wirklich viel scheißt. Ja, genau. Also so, das ist das, ja. Wenn es, glaube ich, wenn man einfach so oft gewischt hat, vielleicht wenn man wirklich so viel scheißt, dass schon so man das so oft gewiped hat, sodass es low-key so blutig ist. Ja, genau. Aber ich glaube, Hämorrhoiden kommen, wenn das zum Beispiel, und das Problem habe ich eher im Gegenteil, wenn du beim Kacken immer, das ist immer wieder beim Thema, wenn du beim Kacken immer so krass drücken musst.
Weil du, das Ding ist, der ganze Druck sozusagen geht dann in die Arschvenen und irgendwann dehnen die sich so aus und dann kommen die aus dem Arschloch raus, Bro. Das ist Hämorrhoiden. Das ist wirklich, wenn man drüber nachdenkt, richtig krank scheiße, gell? Boah, das hört sich übertrieben räudig an. What ich habe nächste Woche Termin beim Arschologe. Sag doch nicht Arschologe, Digga. Bruder, weißt du, wie schwer das war, jemanden zu finden? Ich gebe so einen. Der so einen großen Arsch untersuchen kann? Ja. Ich muss ja basically zu einem Tierarzt. Wie fett sind sie? Verdammt fett. Scheiße, da haben wir leider nicht das richtige Werkzeug da. Und ich habe bei Zoo Köln angerufen. Ich musste zum Tierarzt, Bro. Ich habe bei Zoo Köln angerufen und habe gesagt, habt ihr Equipment für Elefanten? Für den Arsch reinzugucken, gesagt, yo, hab ich gesagt, ich komm vorbei. Nee, aber es war schwer, jemanden zu finden. Ja, weil ich bin jetzt hier, wenn ich neue Ärzte mir suche, dann gehe ich da wirklich inzwischen krass nach Bewertungen und so. Und da ist natürlich Shoutouts an Yameda, die einzige Seite, wo es Bewertungen gibt, abseits von Google, glaube ich, habe ich dann so eingegeben. Gastroenterologe, weil so heißt das wohl, ja. Köln. Die ersten 5 Einträge, also die besten 5 bewerteten, Bro, sind nicht in Köln. Der zeigt mir da so Shit an, so in Frechen, in irgendwo eine Stunde nördlich und so. Das sind schon mal die besten. Denk ich so, okay, bin ich jetzt schon gefickt. Ja, aber ich würde irgendwie auch so diesen Bewertungen nicht glauben. Doch. Da gehen doch, da schreiben ja Leute, ich lese auch die Bewertungen, die schreiben, Herr Dr. Fickmandorf da war super kompetent und hat sich die Zeit genommen und so. Da geht, glaube ich schon, wenn dann Leute auch so schreiben, ja, ich wurde hier abgehandelt wie so eine Schlachtkuh, dann würde ich da nicht hingehen. Ja, okay, ist schwierig. Ich weiß nicht, Bewertungen bei Arzt finde ich irgendwie tricky. Ich weiß nicht, irgendwie vertraue ich denen nicht. Man muss halt lesen, was die sagen. Weil das sind halt irgendwelche Leute, die dann halt, keine Ahnung, vielleicht, also es ist halt immer die Frage für mich, wer macht denn die Bewertungen, weißt du, ich meine, niemand, der jetzt hingeht und das ist dann übelst geil, denkt sich so, oh fuck, da mache ich jetzt eine 5-Sterne-Bewertung, macht man ja nicht. Naja, offensichtlich ja, haben ja, die ja, oder ja. Meinst du, das sind alles er und seine Freunde? Ich glaube halt tendenziell machen es halt eher Leute, die halt eine schlechte Erfahrung hatten, deswegen sind so Ärzte immer schlecht bewertet in meinem Kopf. Na Bro, aber dieser Logik folgend sind doch dann Ärzte, die gute Bewertung haben, extrem krass, oder nicht? In meinem Kopf kann das auch einfach Zufall sein, weißt du? Dass da einfach dann lucky-mäßig weniger Leute schlecht bewertet haben oder so. Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist es auch Bullshit. Also, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall dann nach der Schnittmenge geschaut, ist actually in Köln und hat gute Bewertungen. Und nächste Woche, also wenn ihr die nächste Folge hört, habe ich dann schon ein Update für euch, glaube ich. Ja, an dem Tag habe ich dann schon ein Update für euch. Über den Arsch. Über meinen Arsch und meinen Darm. Die? Weil ich habe halt die wirklich, ich scheiß halt wirklich wie einen Tarp hier. Und das hört absolut, das hört jetzt auf. Das hört, yeah. So war ich hier stehe, es hört jetzt auf. Ja. Ich bin eh privat versichert, der wird mich eh nochmal durch alle Tests der Erde durchjagen, auch wenn das gar nichts mit Darm zu tun hat. Wahrscheinlich sagt er, wir müssen MRT vom Kopf machen, von Ellenbogen, alles, dass er schön abrechnen kann, der Wichser. Aber ich werde nochmal alle Allergietests machen, das habe ich schon 4-mal gemacht in meinem Leben. Alles wird nochmal gemacht. Ich habe auch überlegt, ich drehe meinen Körper auf links. Ich habe ja auch so Struggles damit und ich bin ja auch bei einem Gastroenterologen. Ja, wollen wir zusammen hin? Und Hand in Hand. Ey, was ist, wenn wir beim Gleichen sind? Was ist, wenn der uns gleichzeitig den Arsch untersucht? Boah. Wir halten beide so die Backen und dann soll er mal reingucken. Oh. Aber wir liegen so auf der Seite nebeneinander, dass wir uns aber ins Gesicht schauen. Aha, ja, ich check. Und, große Liege und ja. Wir gucken quasi unsere Ärsche nach außen und wir nach innen. Ja, wir gucken uns so an, während der Arzt und noch ein anderer uns Sachen... Und die Ärzte gucken sich auch an. Die Ärzte gucken sich auch dabei an. Das ist crazy. Wie die mit so einer Kamera in den Arsch rein. Bro! Das ist ein Teufelsvierer. Auf der Webseite von diesem einen, weil ich habe da natürlich, Bruder, ich bin kranker Hypochonder, ne? Ich lese dann auch die Webseiten, wo so steht, unsere Leistungen und unser Team und so, gucke ich mir an, ob die mir sympathisch sind. Und bei den Leistungen... Hol mal Luft, Großer, hol mal Luft. Und bei den Leistungen von diesem einen Arzt, da schreiben die halt ja Magenspiegelung, Darmspiegelung, klar, macht Sinn, Allergietest, pipapo. Und auch immer mit so Bildern. Und dann war da bei einer Sache, wo die gesagt haben, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber basically schluckst du da eine Kamera und diese Kamera macht dann alle 2 Sekunden ein Bild und schickt das dann. Schickt das an irgendeinen Transponder, den du am Gürtel trägst, einen Tag oder 2, und dann am Ende kackt man die Kamera wieder aus. Das habe ich nicht ganz gecheckt, ob man die sozusagen auffangen muss und ob man die zurück... Boah, stell dir vor, das ist aber dann ist wie ja, so... Ist ja unhygienisch, kennst du so, es gab doch früher so Spielzeug, was man so in Wasser legen muss und es war dann so ein Stein, der hat sich dann irgendwie aufgelöst oder so, und dann war da irgendwas drin. Ich weiß nicht genau, ob das so war. Irgendwie sowas, so Dino-Sachen. So Dino-Dinger. So, wo man so einen Knochen freiklopfen musste. Ja, genau.
Und so ungefähr musst du dann so aus dieser Scheiße so diese Kamera so rauswühlen. Ja, Bro, du musst ja No-Joke in der Scheiße wühlen. Das war wie bei Kieferorthopäde. Hast du nicht noch irgendwas verschluckt, wo du aus deiner Scheiße das raussieben musstest? Nein, oder das verwechselst du, what the fuck. Irgendjemanden kenne ich, der hatte mal einen Bracket verschluckt, das war aus reinem Gold. Und dann hat... Und warum soll das ich sein? Warum sollte ich ein Bracket aus reinem Gold haben? Naja, Bruder, ich wie soll ich sagen? Ja, aber ich hätte doch jetzt keine Zahnspange mehr. Wenn, dann hätte ich die doch als Kind gehabt. Als Erwachsener gehabt. Als Kind gehabt. Ein Bracket hat man als Kind. Ja, ja, aber du also hättest ja, wenn, dann jetzt ein goldenes Bracket, nicht als Kind. Genau. Ja. Ich hätte, wenn, dann die Zahnspange. Nein, nein, manchmal, ich weiß nicht genau, von wem ist die Story dann? Ich hätte schwören können, die ist von dir. Nein. Also, Mann, Digga, als, ist die von mir? Wie soll denn überhaupt ein Bracket abfallen, Digga? Wie soll das denn gehen? Das ist doch übelst festgeklebt. Okay, Chat. Plus, das, Chat. Oh, plus der Draht. Bei mir ist alles los. Hast du gerade die Leute, die den Podcast hören, Chat genannt? Ja, ey Leute, hört zu. Es ist wirklich erst Tag 2 oder 3 nach der Edeltour. Ich bin immer noch psychisch am Ende. Aber falls die Story von mir ist, schreibt's mir mal. Also, weil ich bin halt inzwischen... Woher sollen die Leute das wissen? Na, weil ich schon mal erzählt habe. Nein, hast du nicht. Also ich schwöre, okay, dann egal, dann erzähl ich das jetzt. Ich schwöre, oder habe ich es mal in einem anderen Podcast gehört? Auf jeden Fall, es gab mal einen Mensch. Ich hätte bis jetzt vor Gericht ausgesagt, dass du es warst. Aber anscheinend... Geil. Lass mich nie vor Gericht gehen. Ja, besser ist. Lass mich nie vor Gericht gehen. Da hatte jemand halt Brackets aus Gold. Manchmal macht man das, glaube ich, wegen aus hygienischen Gründen oder so, weil Gold ist so antibakteriell oder so. Ich weiß nicht genau. Ach so, gar nicht so aus Flexgründen. Nein, nein. Ah, okay. So. Und das Ding war, wenn er das Bracket verliert, dann hätte er das entweder selber, weil die Krankenkasse zahlt das nicht, ne? Ja. Dann muss er das entweder selber zahlen, sagt halt der Kieferorthopäde, ja, kein Problem, das kostet dann halt 400 Euro. Ja, ein bisschen weniger, ist ja klein, aber halt kostet halt schon viel Geld so mäßig. Dann kleben wir wieder Neues drauf, musst halt selber zahlen. Oder du findest das halt, haben die so gesagt. Also die haben mäßig so durch die Blume gesagt, dass er das halt quasi auch mitbringen kann. Und es war klar, dass gemeint ist, dass er das ausscheißt. Und, dass er, und dann hat er seine Scheiße durchgewühlt. Der hat in ein Sieb, glaube ich, gekackt. Nein, ich bin mir sicher. Er hat nicht in ein Sieb reingekackt. Er hat auf jeden Fall die Scheiße durchgewühlt nach diesem Goldding. Ja, aber er hat nicht in ein Sieb. Warte, wie würdest du es machen? Ich würde actually in ein Sieb kacken. Und dann? Durchdrücken? Ne, und dann mit Wasser. Wasser so wie so ein Goldsucher. Immer so. Oh mein so Gott. Rascheln, Goldschürfen. Bis es irgendwann da ist. Und dann musst du halt aufpassen, dass du jetzt nicht. Ach du Scheiße. Ich würde in der Zeit auch keinen Mais essen. Sonst oh du, mein Gott. Oh. Sonst hast du viele False Positives. Dann hast du nämlich viele goldene Nuggets in der Pfanne, denn, aber kein goldenes Bracket. Real Talk, was ist denn in diesem Mais drin, dass diese Scheiße nicht verdaut wird? Bro, Real Talk, was machen die da dann rein? Dann kann ich auch gleich das nicht essen. Ja, dann lass dann doch. Esse ich einfach Steine. Ja. Dann nehmt einfach Steine und malt die wie Mais an. Bro, es macht gar keinen Sinn, wie das geht einfach 1:1 durch. Bro, guck mal. Das wird einfach null verarbeitet guck mal, von der Magensäure. Du musst dir so vorstellen, dein Körper ist ja jetzt schon an einem Punkt, wo der sagt, Digga, unsere Körper sind eh schon enttäuscht von uns, weil du gibst ihm so einen Twinkie rein oder einen Donut, was basically einfach nur Scheiße ist. Das ist einfach nur Scheiße zusammengebacken als ein Donut. Für den Körper ist das Schlechteste, was er bekommen kann. Das ist ja nichts für den. Aber selbst das sagt der Bruder, okay, der Trott ist wieder Donut oder Twinkie oder so. Chemie, Scheiße und Zucker. Das sind wirklich Chemikalien und Zucker. Okay, ich verdau es trotzdem. Und jetzt kommt Mais und der sagt, was und der so sagt, natürliches Bruder, Gemüse. Da ist die Grenze. Ja. Hier das, kann ich niemand. Der kann also aus diesem Mais nicht mal einen einzigen Nährstoff rausnehmen. Ja, vor allen Dingen kann er den nicht zersetzen. Also so im Magen hast du ja diese Magensäure und die zersetzt ja das Essen, soweit ich verstanden habe, oder? Ja. Also so habe ich es jetzt verstanden. So habe ich es auch verstanden. Aber ich habe Bio auch irgendwann abgewählt, weil ich es scheiße fand. Nee, also klar, die zersetzt das halt. Ja. Genau. Und dann, Digga, was ist in diesem Mais drinne, Bro, dass diese Magensäure die Scheiße nicht zersetzen kann und wie die 1:1 auskacken? Ja, also guck mal, Magensäure dodgen, okay. Aber so, dann kommt ja noch irgendwie 20 Meter Darm. Dass der Darm nicht diesen Mais irgendwie zumindest ein bisschen zerfetzt umwandelt. Oder zerfetzt, dass er wenigstens in so, das weißt du, dass man, so sagt, dass man so sagt, okay, man scheißt und dann sind da so gelbe Fetzen. Ja. Digga, ist ja nicht so. Es die Dinger kommen ja Körner. One on one, kommen die was so, ich, wie du die oben reinpackst, kommen die unten raus. Was ich nicht mal ganz checke, weil ich meine, ich kau ja auch auf denen. Also ich habe das Gefühl, die kommen ganz dazu raus, als die reingehen. Bro, Digga, die werden wieder zusammengesetzt. Ich glaube, der Darm sagt, Bro, fuck, ich baue die so Lego-Shit. Ja, so puzzelmäßig.
Damn. Schreibt mal bitte wirklich in die Kommentare, was geht beim Thema Mais ab, weil das ist mir ein Turbo-Rätsel. Ja, ich sag, da werden wir, ich sag, da sind Kameras von der Regierung drin. Ich frag mich auch, wenn ich jetzt so einen... Das könnte sein. Hm. Sehr gut. Ich frag mich auch, wenn ich jetzt so einen Arzt wäre, der oft so Darmuntersuchungen macht, Darmspiegelungen macht. Da fährst du ja basically mit einer langen, so wie ich es verstehe, mit einem langen Stock in den Arsch rein, wo vorne eine Kamera ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Stock ist. Also in meinem Kopf ist es, also ich habe jetzt gerade so einen Ast im Kopf. Mit noch so Blättern dran. Mit so Blättern und so Dornen auch noch. Ey, sorry, wir haben heute nur so vom Dorngebüschen einen Stock gefunden, sorry. Ah ja, gut, komm, schieb rein. Dann machen die da so eine GoPro vorne dran, aber auch so eine richtig große. So eine riesige. Nee, aber du steckst ja dem irgendwie eine Kamera rein, Bro. Was denkst du, was ist das Verrückteste, was dieser Arscharzt jemals gesehen hat im Darm? Und zweite Frage, ist das eine Livestream-Opportunity? Dass man die Cam livestreamt? Ja, das gab's doch mal. Es gab doch mal, also nicht, dass man das in den Arsch wird, aber es gab mal dieses Joko und Klaas Ding, wo die diese Kamera geschluckt haben. Die haben das geschluckt, was ich da gesehen auf der Website wahrscheinlich. Ja, ja, und dann wurde das quasi so live übertragen, was in deren Körper ist. Und dann haben die auch so Dinge gegessen, die nicht verdaubar sind, und dann hat man die auf der Kamera gesehen und so. Was haben die da gegessen? Weiß ich nicht mehr, aber vielleicht sogar eher. Mais hätten sie mal essen sollen, Alter. Ja, war irgendwie so ein Metallstück oder so. Ja, was weißt du, was war das Verrückteste, was der jemals in einem Darm gefunden hat, Bro? Weil ich frage mich, wie sieht es überhaupt aus in so einem Darm? Wenn der die Kamera reinsteckt, ist ja nicht einfach nur, ist wirklich die ernste Frage, ist ja nicht einfach nur Scheiße? Naja, also sieht der, ja, ist das wie so ein Hohlraum, ist das wie so ein Tunnel? Und ist es so, dass er mal reinguckt und sagt so, Bro, dein Darm schimmelt? Oder so. Hat er mal reinguckt und sagt so, Herr Müller, warum ist denn hier ein Maurerhammer? Oder so. Ja, safe, also irgendein Objekt, was irgendwie gegessen wurde, aber nicht irgendwie rausgekackt werden kann, so ein auf diesen. So Verstopfung. Ja. Oh, also meinst du, der schon mal reingegangen hat, so Würmer gesehen? Ja, das auf jeden Fall. So diese Bandwürmer und so. Ja, das safe. Aber ich glaube, ich habe jetzt eher an sowas gedacht, er guckt da rein und dann hat da jemand irgendwie einen Tennisball im Darm und der kann nicht zersetzt werden oder so. Ah, der Tennisball kam aber. Ist ja die Frage, von wo oben er reinkam? Ja, ich glaube nicht von oben. Ja. Was passiert? Boah, ich habe da so viele Fragen. Fuck my life, Alter. Ja, frag ich mal, wünschte, du kannst ja mal den Gastroenterologen fragen, ob er mal zum Podcast abholen will nächste Folge. Soll ich mal machen? Mach mal Real Talk. Ich glaube, eine Frau aber. Trotzdem? Ja. Boah, dann nicht. Dann ist cringe. Ja, kann ja sein, dass du dich schämst, von einer Frau zu sagen, nee, Thema Digga. Scheiße. Nee, keine Frau im Podcast, Digga. Okay. Wir haben so coole Folgen gemacht und jetzt das. Retalk, Bro. Wir hatten in unserer ganzen Podcast-Geschichte 3 Frauen. Warte, in 6 Jahren. Also, warte, Nova. Wir haben hier hinter mir haben wir so ein paar Polaroids. Ja, Nova. Haben wir, ich sehe hier Naomi John. Naomi John und Anne, letzte Folge von Sonny Loops hatten wir noch. Oh, okay, 4. Das war's? Nein, Bro. Keiner Schalks. Okay, 5. Ja. Happy 6 Jahre Edel Talk. Bro, wir hatten nicht mal eine Frau pro Jahr. Lena hatten wir. Gut. Lena war hier. Gut, eine Frau pro Jahr. 6 pro Jahr. 6 pro 6. 6 pro 6? Ist ja 1 pro 1. Ja. Ja, mir geht's richtig schlecht, Mann. Keine Ahnung. Würde ich auch. Kevin hat hier... Erzähl noch mal genau, was jetzt bei dir los ist. Also Kevin kam hier heute rein, zu spät und so. Eigentlich alle waren so einigermaßen gut drauf. Und du hast wirklich so die Lebensfreude hier weggenommen. Ja, erstmal kommst du hier rein, was soll die Scheiße hier? Da haben wir doch so besprochen. Ich weiß davon nichts. Erstmal hingesetzt. Also ich hab's erstmal ins Handy geguckt, kein mit keinem geredet. Bisschen, hey, ich bin schlecht drauf. Hast ein bisschen grummelig gesagt, aber jetzt nicht so, wie du gerade gesagt hast. Ist vielleicht eine Übertreibung. Ja, weiß ich nicht, Bro. Ich bin einfach... Was ist los bei dir? Wie schläfst du aktuell? Richtig Schlafupdate. Scheiße, richtig scheiße, Digga. Ich hab die Nacht wieder richtig beschissen geschlafen. Warum? Hast du eine Spange getragen? Ja, die bringt irgendwie gar nichts, Digga. Ich weiß nicht, Mann. Also die Nacht... Sollen wir die Zunge abschneiden? Ich mach's hier vor Ort für einen Fünfer. Also ich glaube, das bringt die Zahnspange bringt schon ein bisschen was, weil Marsha hört ja immer, wenn ich da so halb ersticke. Und die Nacht habe ich einmal, ich habe jetzt so die Angewohnheit, dass ich dann so nachts aufwache, so um 4 oder 5 und dann die Zahnspange rausnehme, weil sie mich überabfuckt. Und dann weckt mich Marsha aber so eine halbe Stunde später und sagt so, mach mal die Zahnspange wieder rein, man hört Digga, das. Das ist bei mir genau das gleiche, wenn ich einpenne aus Versehen ohne das Schnorchelgerät. Ja. Julia hat schon Oropax. Und dann wacht sie, aber gut, man muss auch sagen, sie hat wirklich den leichtesten Schlaf, den ich jemals bei einem Mensch gesehen habe. Also das kann auch nicht normal sein. Aber sie besteht darauf, dass es normal ist. aber wirklich, wenn ich ohne das Schnorchelding einschlafe und halt anfange zu schnarchen, bloß sie wacht auf
weckt mich und sagt, Schnorchler ran. Also man hört das schon. Ja, ja, auf jeden wahrscheinlich Fall. Dann ist aber ein gutes Zeichen. Ja, also wahrscheinlich bringt das schon irgendwie was, aber es ist, glaube ich, noch mehr zu der Story als nur das. Ich glaube, zwei Sachen. Ich glaube, die Zahnspange ist noch nicht richtig eingestellt und ich habe halt immer noch dieses Resting-Leg-Syndrom, oder wie das heißt, dass ich dann so mit meinem Bein da irgendwie so einen halben Rave da mache, wenn ich schlafe, weißt du? Das hat ja Tim auch erlebt auf Edeltour. Tim und ich haben uns ja im Bett geteilt bei Edeltour. Und Tim meinte, dass er das gecheckt hat, weil ich da die ganze Zeit rumgezappelt habe wie ein Hund. Boah, er meinte, in der einen Nacht hat das Wohnmobil vibriert. Das warst du? Ja. Du hast so brrrt. Du hast halt gewackelt. Ja. Weil ich weiß noch, als wir da in der Wildnis waren, da war dieses Bein-Ding war so brrrt. Also, hat sich bewegt und dann hast du so gewartet. Es geht quasi um Seven vs. Wild. Da war es richtig schlimm, weil da habe ich halt, ihr müsst euch vorstellen, ich bewege halt meine Beine immer so über crazy viel in der Nacht. Aber jetzt stell dich vor, der Körper will sich so übelst viel bewegen, aber der Twist ist, der Körper ist eingesperrt in den Schlafsack. Yeah. Und diese Kombo hat mich zum Durchdrehen gebracht bei Seven vs. Wild. Ja. Digga, das hat die Nächte doppelt so hart gemacht. Das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Also da hat es auf jeden Fall geraschelt, aber das hat nie vibriert. Da bin ich dir sehr dankbar nochmal im Nachhinein, dass du okay. Nicht rumvibriert hast. Gut, also du pennst scheiße und alles ist scheiße, ja? Ist das der Stand? Ja, geht. Ich habe auf jeden Fall, Bro, irgendwie habe ich das Gefühl nach der Edeltour, ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber da habe ich so ein bisschen irgendwie so ein paar Sachen für mich, die ich jetzt verändern möchte. Irgendwie, ah, glaub ist ich. Gut. Eine Revelation. Ja, also, dann hau mal raus, die Top 3 Veränderungen. Also einmal, Platte. Bro, ich war halt, ne, habe ich ja erzählt, am Dienstag war ich mit... habe ich einfach so geschrieben, hey, was geht ab? So, was macht ihr alle? Mhm. Weil ich wusste, ich stream nicht. Und Marsha kam halt erst einen Tag später. Ja. Die war auch in der Heimat. Das heißt, ich war alleine zu Hause und wusste nicht, was ich machen soll. Habe also mal gefragt, was geht bei euch halt ab? Was macht ihr alle? So, und dann habe ich halt irgendwie so mich mit Dave irgendwann getroffen. Und Dave und ich haben uns dann ein Bierchen geholt im Kiosk, sind ein bisschen rumgelaufen, haben ein bisschen gelabert über, was geht bei ihm ab, was geht bei mir ab und so. Und dann ist daraus dann irgendwann so geworden, dass wir uns alle bei Max treffen, also ne, Koch Max. Und da war halt die ganzen Jungs und Mädels von denen und dass wir halt einfach mit denen chillen. Ja. Und dann sind noch Miguel und Tim vorbeigekommen und wir haben da gechillt. Und Bro, das ist irgendwie richtig komisch gewesen, weil das in Kombination mit, ich war so super im Arsch von der Tour, war so ganz, ganz merkwürdig irgendwie. Ich bin da so rumgelaufen und dachte so, Digga, was mache ich hier? Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Monate nicht mehr gemacht. Ich meinte zu Dave so, Digga, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit Leuten einfach privat so abgehangen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal war. Ja. Digga, das ist halt Real Talk 3, 4 Monate her. Ja. Überrascht dich das? Ja, schon irgendwie. Ich nehme das nicht so wahr. Mhm. Ich glaube, jeder außerhalb von mir nimmt das wahr, aber ich selber halt nicht. Ich glaube, das ist der Punkt. Und dann meinten die so, weil ich war dann so, boah, ich hätte schon noch Bock, irgendwie so feiern zu gehen und so, aber dann war dann so, ja, heute geht nichts und so, bla bla bla. Und dann meinten die so, ja, sag doch, also dann meinte ich so, ey, sagt mal einfach Bescheid, wenn ihr was macht. Mhm. Und dann meinten die so, ja, Digga, wir müssen nicht Bescheid sagen, wir machen jedes Wochenende was. Ja. Und dann war ich so, what the f-, also so. Das ist verrückt. Und dann, die meinten halt so, ja, sag einfach mal am Freitag oder so Bescheid, wenn du da bist und dann komm einfach mit. Und dann habe ich jetzt für mich so, ich mal gucken, ob ich das durchziehe, aber ich habe für mich den Entschluss gezogen, dass ich jetzt halt mal, weil Freitag ist der allerschlechteste Tag zum Streamen. So, da sind die Views am schlechtesten. Das heißt, die meisten Leute machen selber was. Mhm. Und dann ist es der beste Tag, damit ich auch was selber mache. Und Real Talk, es ist ja scheißegal, ob ich irgendwie um 21.30 Uhr oder 22 Uhr offline gehe und dann noch was mache. Klar. Das juckt ja nicht. Diese 2, 3 Stunden ist ja scheißegal. Krass, okay. Und da hast du ein bisschen gearbeitet bei dir. Ja, und das will ich irgendwie ändern, Mann, weil... Bro, keine Ahnung, Mann, es ist alles an einem Punkt, wo es so crazy läuft und Mann, wenn es jetzt 5% schlechter läuft, ist egal, weißt du? Mhm. So, das ist scheißegal und ich habe einfach gemerkt, wie das mir so, ich war zwar nächsten Tag übelst im Sack, weil wir halt übelst viel gesoffen und gekifft haben, aber wie jetzt? Aber ich fand es halt übelst, einfach, das hat mich einfach so mental einfach übelst entspannt an dem Tag, weißt du? So. Ja. Einfach mal so mit Leuten labern. Einfach mal so privat abhängen, weißt du? Ja, privat, einfach mal Gags machen, die nur privat sind. Es klingt übelst dumm, aber alles, was wir an Gags machen, war vor allen Dingen jetzt die letzten 10 Tage wegen Edeltour. Natürlich. Nur on-stream und nur für andere. Und das war einfach mal,
auch vor allem, was ich geil fand, ich habe auch einfach mal zugehört. Ja, ja. So Dave ja, man, war halt. Man Dave muss nicht halt selber komplett, labern. Dave hat da zwei Bierchen drin und war komplett auf seinem ADHS-Film und hat die ganze Zeit gelabert. Aber ich fand's so geil. Ja. Ich habe einfach nur zugehört, was Dave einfach erzählt. Bro, ja, keine Ahnung. Da hast du dir gestern wieder einiges an Therapie gespart, wahrscheinlich. Nicht ja, schlecht. Ja, das habe ich auch überlegt. Das ist auch so eine Sache, wo ich überlege, wieder hinzugehen auch. Ist, glaube ich, schadet nicht. Ja. Aber Bro, keine Ahnung. Also, ich meine, das ist doch dir bestimmt auch selber klar gewesen, dass so wie du das Streaming-Thema machst, dass das at a price kommt. Das kommt doch nicht einfach so. Ja. Das ist doch, das machst du doch nicht, warte mal, Mike steht hier gerade mit dem Handy, wo drauf steht, wollt ihr Raps? Und meine Antwort ist absolut ja. Film mal rüber. Verdammt nochmal, ja, Mike. Das ist scheiße. Ich hab so lange nicht hingeschaut, weil ich dachte, Mike chillt einfach hier. Ja, weil Mike hat, man muss dazu sagen, das habt ihr nicht gewusst, aber Mike hat die erste halbe Stunde vom Podcast auch hier gechillt und ist einfach irgendwann gegangen. Ja. Aber ja, die Antwort ist ja, wir wollen Raps, ja, sehr Mike. Gerne. Danke. Dankeschön. Na, Bro, das ist doch, also so einen Modus, Bro, wo man jeden Tag ist, wie du hast doch selber gesagt, wie dein Tag abläuft. Du stehst auf, klärst Sachen mit Management, klärst Sachen wie ein Content, dann streamst du den ganzen Tag, dann abends isst du Nudeln, schaust ein Video, gehst schlafen. Und das machst du jeden Tag. Und wenn mal ein guter Tag ist, dann machst du vielleicht mal was mit Marsha oder ja. So. Bro, naja, also ich will es nicht auf so Oberlehrer machen, aber weißt du, was ich meine? Als ich mal versucht habe, diesen Lifestyle zu fahren, habe ich ja selber schon gemerkt, oder ich gehe da dran tot. Und du hast halt irgendwie einen Modus für dich gefunden, das zu machen, aber das kommt halt at the price. Ja, das ist was man so auf dem Papier weiß, klar. Aber man, ich bin ja auch nicht blöd, sondern ich check das ja schon und ich suche mir das ja auch aus. Ich will das ja so. Aber wenn ich dann draußen bin, denke ich so, also guck mal, Bro, es hat alles damit, das ist halt für alle Leute, die in Köln wohnen, die können jetzt, die checken krass, aber ich denke, man versteht es auch, wenn man nicht in Köln wohnt. Bruder, wir haben uns am Brüsseler Platz getroffen, ne? Mhm. Dave meinte, lass am Brüsseler treffen und dann gucken wir von da, was geht. Mhm. Und ich musste erstmal googeln, wo der Brüsseler ist. Ja. Weil ich das nicht wusste, Digga, weil ich da. Ich wusste nicht, was das. Ich kannte den Ort da, aber ich wusste nicht, dass das so heißt. Und dann meinte so, ja, lass mal am Kiosk treffen. Und ich meinte so, Digga, ich sehe den Kiosk nicht. Ich habe Dave angerufen, ich meinte, wo ist der Kiosk? Ich finde den nicht. Ja. Und dann meinte der so, Bro, es gibt da nur einen Kiosk. Und so, und Dave meinte so, und die Jungs meinten alle so, Bro, daran merkst du einfach, wie selten du rausgehst, weil wenn du da chillst, dann, also, Bruder, legit, wenn du zweimal im Monat rausgehst, dann weißt du, wo diese ganzen Spots sind, ja, weil es okay. gibt in Köln nur diesen Spot. Check. Das wäre so, als hätte ich am Alexanderplatz den Fernsehturm nicht gefunden, weißt du? Ja, also, ich sage euch ehrlich, ich wüsste es aber auch nicht. Also so. Es ist halt auch die Frage, was du vielleicht machst, Bro. Die Atzen hängen da halt viel ab, dann kennen die das halt. Ja, aber so, Bro, ich kannte gar nichts. Ich kannte nichts, ich kenne da gar nichts. Ja, okay. So, ich kenne halt ein Restaurant, wo ich hingehe und das war's. Ja, aber so. Daikan oder was? Ja. Aber so das war auch so, what the fuck, Alter. So, was geht hier ab? Keine Ahnung. Gut. Ich glaube. Das würde mich interessieren, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dazu irgendwie relaten könnt. Was sind eure Gedanken dazu? Vielleicht können da auch mehr Leute relaten, als ich es jetzt denke. Weißt du? Mhm. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, Bro. Ich finde es auf jeden Fall gut. Ich glaube, ja, das war da vielleicht. Da muss ich ein bisschen was ändern, Mann. Das würde auch diese FOMO legen, die ich immer so erzähle im Podcast, dass ich so Angst habe, irgendwie so diese Zeit zu verpassen, wo man so Scheiße baut und feiern geht und so. Dass ich Angst habe, diese Zeit so ein bisschen zu missen. Ja. Und ich glaube, das würde sich dadurch so ein bisschen legen einfach. Ich meine, auch mal einfach, Bruder, einfach mal mit Leuten privat reden einfach, Bro. Ich mach das nicht. Ja, das ist und wirklich, ich merke einfach, vor allem, das ist halt. Das wirklich, also das, Bruder, finde ich verrückt. Das, was halt so crazy daran ist, ich merke einfach, wie das so meine Streams auch beeinflusst inzwischen, habe ich das Gefühl. Weil ich habe immer das Feeling gehabt, wenn ich viel so mit meinen Berliner Jungs zum Beispiel abgegangen habe, dann habe ich so eine neue. Meistens hatten die Jungs halt irgendwelche Insider oder so, irgendwelche lustigen Funny Gags, die ich dann so aufgenommen habe und in meinen Streams irgendwie mitgenutzt habe. Checkst du? So dieses, dass man so ein bisschen so Berlin hat und so, das habe ich von den Jungs. Weißt ja, du? Ja, klar. Check. Deren Leben ist ja in der Zeit weitergegangen und völlig abgekapselt von deinem. Ja, die genau. haben ja gar nichts damit zu tun. Aber das ist halt geil. Und dadurch kann ich halt dann, habe ich da halt so irgendwie so Gags mitgenommen und so. Mal ein frischer Wind, mal eine Inspiration. Ja, genau, wie so eine neue Gag-Struktur oder eine neue. Du checkst, was ich meine. Ja, komplett. So einen neuen Strang freigemacht. So. Ja.
Und ich merke einfach, wie, wenn ich lange nicht mit Leuten chill, wie das einfach so runtergeht. Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Comedian, der sein Programm nur, also der den ganzen Tag nur drinnen chillen würde und dann in seinem, in seiner Wohnung ein lustiges Programm versucht zu schreiben. Das würde der wahrscheinlich hinbekommen, aber ich glaube, wenn der rausgeht und mit Leuten labert und Dinge so erlebt, dann kann der lustigere Sachen schreiben. Ja. Und einfach kommt auf neue Ideen und so. Ja, ja. Einfach so neuen Shit, neue Inspo. So ein bisschen so ist es halt auch. Das ja. kommt noch dazu, weißt du? Ja, okay. Einfach mal mit, einfach mal mit Leuten reden. Das mal ist so. Aber auch, das ist auch völlig geil, Bro. Ja. Wie du es geschafft hast, jetzt sozusagen diese einfach rein private Sache und Erkenntnis wieder jetzt so hinzudrehen, ja, ja. dass du sagst, ich gehe raus, weil das hilft noch mehr für mein Business. Ja, aber Bro, das ist... Das aber ich verstehe es ja. Das ist eine Sache, aber, da habe ich auch in meiner Therapie drüber gesprochen. Das sind halt alle Sachen, die ich mache, sind halt so... Ja, also bin ich nicht die Therapeutin, das musst ja. du sagen, ob das gut ist oder schlecht. Nee, ist natürlich nicht super geil, aber ich bin so gestrickt, dass alles, was ich mache, mache ich, damit am Ende des Tages der Stream noch besser läuft. Ja. Oder hauptsächlich. Naja, Bro, also ich meine, ich glaube, da könnten wir unendlich drüber reden, ja. weil dann kam, jetzt kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, naja gut, wie viel von sozusagen, wie viel von deinem aktuellen Verhalten, Grind, wie man es nennen will, kann ich denn wegnehmen, bis wir an den Punkt kommen, wo man sagt, ja gut, das kann man schon machen, aber dann bist du halt nicht mehr da, wo du bist. Ja, also das du bist halt auch, wo du bist, Bro. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, ja. Und wie wärst du da hingekommen, wenn du zum Beispiel jetzt jedes Wochenende Shit gemacht hast? Man weiß es nicht. Ja, guck mal, wenn ich halt jedes Wochenende Freitag feiern gehe, dann habe ich halt dieses Ding, aber dann bin ich safe Samstag tot und dann fallen zwei Streams halt mal easy weg. Ja, also deswegen... Ich glaube, das musst du jetzt auch für dich gar nicht so konkret machen und so. Ich finde aber geil, Bro. Ich will jetzt auch nicht jeden Freitag feiern gehen, das ist jetzt, um das nochmal kurz abschließend zu sagen. Ja, das aber dass ich mal so alle sechs Wochen mal sage, macht. Digga, dieses Wochenende übelst Bock. Ich schreibe schon mal so vorher, ey Leute, wollen wir am Freitag was machen? Ja. Ich würde joinen, wäre geil. Und dann weiß ich schon, okay, heute ist Stream bis 21 Uhr, wir machen noch was. Bro, das finde ich richtig geil, dass du da so ein bisschen für dich das so rausgenommen hast. Ja, ich hoffe, dass ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich glaube nicht, aber versuch's. Ich meine, Bro, alle sechs Wochen ist schon mal was man anbringen kann. Und es würde mich auch voll freuen, wenn wir auch mehr Shit privat machen, weißt du? Ja, aber das ist immer so, es fühlt sich immer so für mich an, als wären da so eine Liste an so 10 Leuten so, oder 20 Leuten, die mir halt übelst wichtig sind, dass ich halt, oder nicht die mir übelst wichtig sind, sondern wo mir besonders wichtig ist. Danke. Wo mir besonders wichtig ist, dass ich mit denen Zeit verbringe. Also, ja. Und, also es gibt ja auch Leute, die sind mir wichtig, aber da ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn ich jetzt mal einen Monat nicht mit denen privat chille. Klar, du checkst. Ich check. Und. Ach so, warte, auf welcher Liste bin ich? Bevor ich mich hier bedanke. Du bist auf einer mal ganz andere Liste, Bro. Nee, aber du checkst, was ich meine, so. Und, das ist dann, ich habe das immer das Gefühl, das ist dann so, wenn ich dann einen freien Tag habe, muss ich mich dann entscheiden, mit wem verbringe ich jetzt die Zeit? Ich schaffe es gar nicht, mit allen das zu tun. Ja, weißt du? Aber das ist völlig relatable, same. Ja. Und dann wähle ich halt Marsha aus, weil das die nächste Person ist. Das ist auch, also das solltest du auch nicht ändern. Nein, das ändere ich auch nicht. Aber ich meine so. Die Lösung dafür kannst du nur bringen, wenn du sagst, ich mache einen weiteren freien Tag. Ja, oder weitere freie Zeit irgendwo. Oder muss ja kein kompletter. Ja, aber so, checkst du. Ja, ja. Ja, aber auch so Sachen, das müssen wir auch einfach ändern. Bro, an einem Mittwoch. Ob ich dann noch bis 1 Uhr nachts streame oder um 22 Uhr ausmache, ist egal. Es ist Wayne, es juckt keinen, es ist scheißegal. Ich glaube, solange es nicht jeden Tag passiert, sondern nur einmal die Woche und dann treffen wir uns. Ich glaube, das ist aber voll die schwierige so Vornahme. Oder, ja, weil, ich werde das nicht machen. Weil man hockt dann am Ende da und dann, ey, lass doch schnell, dann zockst du noch spontan was mit Basti, Bro. Man macht da nichts 22 Uhr. Ja, das ist halt immer das, was halt das Genick bricht, wenn ich halt was mit Basti mache. Weil Basti halt immer erst oder ab 21 Uhr. Oder auch andere Sachen, Bro, vielleicht. Ja, ja, oder auch andere Sachen. Aber weil ich dann halt ab 21.30 Uhr erst mit Basti zocken kann, weil er vorher halt sein Minecraft-Shit macht. Ja. Aber gut, ich glaube, es ist ja manchmal einfach so die reine, dass man ein Problem erkannt hat und versucht, das zu lösen. Ich gehe selbst wenn es am Ende jetzt so ist, dass es dann, dass du dann jetzt nur ab und zu mal da bla bla bla, ist ja schon besser, Bro. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall nochmal sowas, ich habe das schon mehrmals gehabt, so diesen. diese Erkenntnis. Ich will es aber ein bisschen mehr angehen, weil das ist mir schon sehr wichtig auf jeden Fall. Und die Jungs sind auch alle richtig cool und das ist interessant, weil diese Freundesgruppe von Dave und Max ist halt, ich finde die sind übelst entspannte Leute und die, also keine Ahnung, das ist einfach so eine richtige Freundesgruppe da, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und so, die chillen dann einfach alle. Keine Arbeitskollegen-Freundesgruppe. Ja, die chillen einfach alle, einfach so, die arbeiten auch alle zusammen gefühlt. Aber die chillen auch einfach privat. Ja, das selten. Und keine Ahnung, das ist einfach so ein neuer Input, den ich einfach ganz nice finde. Und Bruder, jetzt wird's verrückt.
Hugo hat mich auch gefragt, ob ich irgendwie krank bin oder so. Ich hab mir ein Buch bestellt. Ich hab's gesehen auf Insta. Ja. Aber hast du dir wirklich dieses komische, was Frauen wollen, Ding da bestellt? Nein, Mann, Digga. Okay. Ich hab so eine Insta-Story gemacht, meinte so, ich will ein Buch auf Englisch lesen. Habe ich mich unentschieden, ich lese auf Deutsch. Okay. Aber Hauptsache, das Story schön war Englisch sein, gell? Nee, ich hab das so einen Tag später dann erst entschieden. Ja. Ich dachte so, ich hatte dieses mit der Serie Englisch gucken und dachte, ich will ein Buch lesen. Dann dachte ich so, dann gebe ich mir die volle Kante, lese auf Englisch. Bro, wollte ich gerade sagen, da hast du dir so einen Gedanken gefasst und dann dachtest du, Bruder, ich stelle meinen Backofen auf Englisch um, Bruder. Ja, ja. Ich will, dass da nicht steht oben und unten, das soll fucking stehen over under heat and around air. Heißt es over under heat? Sagt man das so? Wie heißt das auf Englisch? Over under heat? Ich glaube, das heißt anders. Ja, das heißt einfach irgendwie, ich glaube, ein englischer Ofen kann nur warm oder kalt. Ich glaube, in der UK. Warm oder kalt? Ich glaube, du scheißt halt ein. Warm, sehr warm, heiß. Oder? Nein? Nicht mal Gradzahl. Nein, ich sage also, mach deine Pizza rein, weil es sehr heiß und dann so ungefähr nach 10 Minuten ungefähr. Aber ich checke, du warst auf diesem englischen Trip. Ja, genau. Und dann habe ich aber noch nicht gewusst, was will ich denn überhaupt lesen? Will ich ein Sachbuch lesen? Hättest du nicht gemacht. Ich weiß nicht, an welchem Punkt ist es noch ein Sachbuch? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie ein Buch schreibt, wie es bei einem Geheimdienst abläuft, ist es dann ein Sachbuch noch? Ich glaube nicht, so richtig. Okay, aber jetzt in meinem Kopf wäre das auch ein Sachbuch. Also, okay, sagen wir mal. Oder quasi, will ich jetzt so ein informatives Buch lesen? Ja, das ist gut, informativ. Über ein bestimmtes Thema? Oder ein Roman oder so. Oder möchte ich halt einen fiktiven Krimi oder so lesen, ja. Und das wusste ich halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hat mir Steven Gätchen tatsächlich ein Buch empfohlen, das habe ich mir jetzt bestellt. Das hat er sehr gut empfohlen, hatte aber gar nicht mal so krasse Bewertungen online. Oh, ich habe ihm jetzt aber einfach vertraut. Es heißt Gone Girl. Okay. Und dann habe ich ihm geschrieben, worum geht das? Und dann hat er geschrieben, das ist ein Thriller. Und das gibt's wohl über ein Mädchen, was gegangen ist? Das gibt's auch wohl großartig verfilmt mit Ben Affleck. Und dann habe ich geschrieben, dass ich das bestellt habe. Und ich habe das jetzt bestellt und es müsste heute ankommen. Und weißt du überhaupt, um was es geht? Nö. Ach, aber wirklich geil. Einfach rein vom Ding. Ja. Aber weißt du das Genre, oder? Ja, Thriller. Thriller. Thriller, schönes Wort. Und das wirst du lesen? Ja, aber auf Deutsch. Sollen wir jede Woche im Edeltalk eine kleine Lese... Kapitelübersicht? Nee, einfach das, dass wir so fragen, wie viel hast du gelesen diese Woche? Ja, machen vielleicht, wir. Um dich selber ein bisschen anzuspornen. Sollen wir mit Duolingo damals, was du original nach 2 Tagen aufgehört hattest, dann nach unserer Wette, so top. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen meine... Ich habe nicht so eine krasse Erkenntnis jetzt damit rausgenommen, wie du, so einen Life-Changing-Moment gehabt. Aber ich habe auch wieder angefangen, mit Italienisch zu lernen, weil auf diesem einen Campingplatz in Albanien war der System-Okay-Opa. Ne? Ja. Für alles nicht geschaut habt, keine Ahnung, Leute, schaut einfach, da war ein Opa, der hat System-Okay immer gesagt, ich fass euch ganz schaut kurz, die Videos. Ich fasse euch aber ganz kurz zusammen, wir waren auf einem albanischen Campingplatz und haben 8 selbstgebrannte Raki getrunken mit einem Typen, über den online bei der Rezension stand, dass er meinen Hund bedroht hat mit einer Shotgun. Das stimmt. Das ist alles, was ihr wissen müsst über System-Okay. Das habe ich schon wieder vergessen. Und ansonsten schaut trotzdem die Videos bitte an. Und der Typ, es gibt wohl eine Minderheit in Albanien von Leuten, die Italienisch sprechen, hab's nicht ganz verstanden, der Chat hat irgendwas gemeint. Stimmt, das ist irgendwie so voll früher mal ein Auswanderer, blieb pipapo. Und der hat nämlich ab und zu Italienisch gesprochen und dann habe ich da immer wieder so Sachen verstanden und dann habe ich gedacht, Digga, wie geil eigentlich, dass ich hier schon ein bisschen was verstanden habe, was er erzählt hat und wie geil wäre es, wenn ich jetzt so richtig mit ihm reden könnte und habe jetzt gesagt, okay, ich arbeite es weiter an meinem Italienisch. Und bin wieder reingegangen. Ich habe eine Frage an dich zu dem Thema Sprachenlernen und diese Apps. Ja. Meinst du, da ist hinter diesem... Jetzt ein Placement wäre krass. Ja, wäre krass. Aber meinst du, hinter diesen, wie sagt man das, hinter der Auswahl der Sachen, die man lernt, ist eine Logik, um Leute länger abonnieren zu lassen? Also pass auf, wenn man jetzt, es ist ja bei allen Sprach-Apps gleich. Bruder, es ist ja nicht mein Kopf so, jetzt so. Es ist ja nie so, dass man diese App lädt und dann zum Beispiel Russisch lernt und man lernt dann in den ersten 5 Tagen, hallo, mein Name ist Kevin. Nein, du lernst ja irgendwie, was heißt Taxi, was heißt Office, was heißt Banane auf Russisch. So Shit, den du nie brauchst. Naja. Und Real Talk, super Taxi. Spät erst, kommt dann der Shit, den man braucht. Als ich Japanisch so ein bisschen gelernt habe, als wir in Japan waren, da ich kann jetzt sagen, was irgendwie heißt, ich möchte Reis und Grüntee haben. Aber das ist ja in der Wichtigkeitsliste von welche Dinge braucht man pro Sprache am wichtigsten nicht auf Platz 1, 2 und 3. Und meine Frage ist jetzt, meinst du, die machen das mit Absicht so, damit du nicht denkst,
ah, okay, so nach, sagen wir mal, einem Monat. Ich habe jetzt alles schon. Fuck, ich kann es eigentlich schon so einigermaßen. Ich kann es so gut, dass ich mich im Urlaub unterhalten könnte. Ganz ruhig. So, ich kann es so gut, dass ich mich im Urlaub unterhalten könnte. Also ich brauche es nicht weitermachen. Warum sagst du das jetzt? Weil das ich fickt schon voll ja oft ja, aber das fickt ja jetzt komplett meinen Kopf. Ja, aber überleg mal, wie smart das ja ist dann. Ja, also jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss die Antwort eigentlich sein, ja. Weil eine Firma, die mit was Geld verdient, hat natürlich immer das Interesse, dass du so... Die wollen ja, das Interesse von denen ist ja, dass du es nie wirklich lernst. Wobei, ja, der Mittelweg muss gegeben sein, weil der Lernende natürlich schon auch spätestens im Austausch mit anderen Leuten sozusagen einen Check hat von, lerne ich was oder nicht? Das heißt, wenn du den zu krass verarscht, wird der aufhören. Und du hast ihn verloren. Ja. Das heißt, du musst ihm ein bisschen geben, aber ein bisschen auch dran lassen. Vielleicht ist es aber auch nicht das, was es ist. Vielleicht ist es einfach wirklich nur, weil man das halt spannender machen will. Und wenn man jetzt halt lernt, hallo, mein Name ist bla bla bla, ich komme aus und dann lernst du vielleicht so die dritte Sprache oder so, weißt du, auf dieser Plattform. Dann denkst du dir irgendwann, Mann, Digga, jetzt lerne ich schon wieder hier die drei gleichen Scheißsachen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Vielleicht ist ein Mix. Bis gerade habe ich halt gedacht, dass das sozusagen irgendwie vielleicht Lernpsychologen oder so irgendwie sich da mal drüber unterhalten. Das ist auch das. Weil ich höre halt immer nur, hey, Sprachen, wie man sie in der Schule lernt, also so die Art ist die ineffektivste Art, Sprachen zu lernen. Das ist, glaube ich, generell der Konsens. Aber was ist denn das die effektivste Art? Das ist ja die Frage. Und deswegen dachte ich, naja gut, dann ist zumindest anscheinend das, wie es diese App macht, zumindest schon mal vielleicht einen Schritt weiterentwickelt, dass die das gemerkt haben. Also ich kann es dir nur sagen, bei Duolingo jetzt und bei Italienisch, du lernst schon Farben. Was ich wichtig finde. Ja, auf jeden Ich Fall. Finde, Farben ist so ein Grundding. Zahlen sind wir jetzt noch nicht da, aber gut, Zahlen sind eh easy, Bro. Das lernst du wirklich in 5 Minuten selber einfach, kann ich eh schon. Und du lernst halt auch so Sachen wie eine Frau, ein Mann, ein kleiner Junge, ein Baby, ein Mädchen und so und ein paar Berufe und so Geschichten. Also es wirkt schon so, als wären schon so Basics, aber halt manchmal so ein bisschen komisch ausgewählte Basics, ja, wie du sagst. Wo ich so sage, okay, warum lerne ich denn jetzt zum Beispiel, was ein Student ist? Oder warum lerne ich jetzt die und die Früchte? Das ist ja so, das ist ja so. Aber warum lerne ich nicht das andere? Genau, das ist so, ich lerne dann irgendwie, was heißt Pampelmuse auf Japanisch. Aber ich lerne jetzt nicht, was heißt Apfel auf Japanisch, als Beispiel. Ja, ja. So, und das dann, ist so random. So, what the fuck? Oder zum Beispiel, Bro, das ist mir bei Italienisch richtig komisch aufgefallen, aber vielleicht hat das auch einen Grund, dass die sagen, vielleicht das ist so in Italien voll wichtig, aber ich habe zum Beispiel dann letztens, ich habe das Wort leider vergessen, aber als ich letztens drin war, kam auf einmal dann mitten aus dem Nichts die Vokabel für einen Schmorbraten. Da gibt es auf einmal so, wir sind bei so Hund, Katze, gefährlich. Wir sind aber irgendwie so bei so Tieren und so und vielleicht ein bisschen Obst, ich weiß gar nicht genau. Auf einmal kommt die Vokabel für Schmorbraten, wo ich so gedacht habe, Bro, also wie zum Teufel passt das denn jetzt rein? Ja. Aber vielleicht haben die halt gesagt, ey, das ist in Italien so ein typisch traditionelles Gericht, dass wenn du in Italien bist, wirst du das Wort oft sehen. Es wird einen Grund haben, also auf jeden Fall. Also aber das, was du gesagt hast, macht ja auch total viel Sinn. Oder was ich auch manchmal denke, weil ich habe auch so ein paar Sachen auf TikTok gesehen, die ficken uns, dass die manchmal so Sachen machen, die genauso sind wie dieses Schmorbraten-Ding, damit man das erzählt. Oh, so random Facts. Weil da habe ich auch manchmal so Sachen gehabt, wo Leute so gemacht haben, so, Digga, was lerne ich hier bei Duolingo oder was lerne ich hier bei Bubble oder so. Und da war das dann... Das Mädchen fickt. Nee, das nicht, aber da war auf jeden Fall so weird shit und dann dachte ich so, Bruder, wie smart, wenn die das mit Absicht gemacht haben, dass da jemand einen TikTok drüber macht. Ist ja genial. Ja. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Weil, Social Media mäßig die fit. Duolingo ist ja insane Social Media mäßig. Also das ist ja Top-Firmen, die man so im Kopf hat. Wenn man jetzt an eine Firma, die einen organischen, guten Social Media Auftritt hat, ja. Wenn man da an irgendwas denkt, Bro, ist es ja Duolingo. Dieser gottverdammte Vogel, Bro, ist ja immer auf der Folge. Also, habt ihr jetzt auch lange nicht mehr gehabt, aber die Views von denen sind crazy. Ja. Ja, und die machen also so Shit, dass die zum Beispiel auf. So dieser Duolingo-Atze, Vogel, ist zum Beispiel random dann auf Lollapalooza und läuft da rum. Ja, oder und Leute filmen das. Oder der hat einen Tanga an und twerkt. So, ja. So shit passiert ja, halt. Ja, die machen das wirklich gut. Ja. Aber auch überleg mal, eigentlich noch gar nicht so lange. Also die machen das vielleicht seit so 2 Jahren oder so, 2,5 vielleicht oder so. Ja. Und es ist insane krass, Bro. Also insane erfolgreich. Also man darf das nicht unterschätzen. Du hast da schon recht. Ich glaube, die ficken uns da schon ein Stück das ist weit. So, das ist so interessant. Das ist aber wirklich Bro, sehr interessant. Aber Real Talk, sag mal kurz,
wie sollte man anders jetzt eine Sprache lernen? Weil ich war sogar so invested mein Italienisch, dass ich mir sogar mal so ein Lernbuch gekauft habe, so wie es quasi in der Schule wäre. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, bei Gott, ich setze mich nicht hin und mach das. Weißt du, wie ich meine? Nein, da ist irgendwie die Zeit oder die Lust. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass die Apps schlecht sind. Im Gegenteil, die Apps sind übelst geil. Und ich finde es auch geil, wie diese Apps jetzt auch so ein bisschen, also sowohl Bubble als auch Duolingo sind ja so ein bisschen gamified. Bisschen. Insane. Also Duolingo ist nicht mehr normal. Also das ist... Das wird immer schlimmer, ja. Aber das ist geil. Ja, an einem gewissen... Also es kann jetzt chillen, finde ich. Es muss jetzt nicht noch eine Liga geben, eine Weekend-League und ein fucking Shit und ein Streak hier und Shit da. Das ist ja Shit, den musst du nicht wahrnehmen, weißt du? So. Ja, aber es nervt dich, wenn du es nicht machst, weil die App dir jedes Mal, wenn du die startest oder so, wenn du drin bist, dir sagt, hey, du bist abgestiegen, du bist aufgestiegen, der hat dich überholt. Du hast jetzt, dann hast du jetzt gerade noch so Challenges mit random Leuten aus deiner Friendlist, wo du dann so Punkte sammeln musst und so ein Shit. Also Real Talk, Duolingo könnte bald so einfach einführen, dass du auch Stories hochladen kannst und basically einen Chat hast, dann ist das basically so Instagram oder so. Real Talk. Wäre aber ganz geil eigentlich. Das ist so eine kranke, also es no placement, Freunde. Es wäre geil, wenn man, die sollten sowas adden. Zahlt uns mal Geld. Die sollten sowas adden, dass man mit Leuten telefonieren kann. Böhm, mit anderen Sprachen lassen. Genau, also jemand, oder chatten. Jemand, der quasi Italienisch lernen will und Deutsch spricht, der telefoniert mit jemandem, der Deutsch lernen will und Italienisch spricht. Das wäre ja so krass. Ja. Und das schon hinter die Paywall? Hinter die Paywall. Und ich glaube aber, dass das wieder sehr viele Männer als Dating-Plattform benutzen würden. So wie zum Beispiel auch eBay-Kleinanzeigen teilweise entfremdet wird. Für Dating? Ja, hä? Wie dann? Bruder, what the fuck? Wie das? Hast du jemals mit einer Frau gelabert, die was verkauft hat auf eBay Kleinanzeigen? Nee. Bro, das ist da. Also actually nicht, ne? Die Sticker, die sliden da rein. Ja, aber rein. Die schreiben halt so, kannst du mal deine Socken schicken oder so. Ja, nicht nur das, auch du hast ja dann so ein Profilbild da mit manchen Leuten und dann schreiben Leute, ja, Als Frau, wie ich aber kein Bock, Frau ein Profilbild machen, what the fuck? Ja, aber haben wir halt. Ich würde da tun, als wäre ich ein Mann. Ja, aber ist ja krass trotzdem. Also Bro, Real Talk, es gibt Männer, die benutzen jede Plattform als fucking Dating-Plattform. Ja, heutzutage, ne? Bro, Real Talk wird mir heutzutage so wahrscheinlich diese Fahrschul-App, wo du lernst für Prüfungen als Dating. Bruder, E-Mail. E-Mail? Ich hab nie so einen Verteiler. Ey, wir müssen langsam aufhören, ich muss mies scheißen. Aber ich würde meine Empfehlung der Woche raushauen. Und das ist wirklich Monsters. Kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, Freunde. Da mal auf jeden Fall reinschauen. Ist von mir sehr zu empfehlen. Ja. Solltest du dir auch reinziehen, Bro. Finde ich richtig geil. Okay. Und ich habe noch eine zweite. Freunde, bei aller Liebe, zieht euch mal die Nanny rein. Wenn ihr das früher geguckt habt, Bruder, ich habe wieder angefangen, das zu gucken und es ist so geil. Marsha meint, sie enjoyt es nicht so, aber ich finde es übelst geil. Ich habe mir... Würdest du sagen, es ist eine Red Flag? Was? Wenn man Nanny nicht enjoyt? Nee, wir haben noch nicht eine Folge zusammen geguckt. Sie meinte nur, dass sie diese alten Sitcoms nicht feiert. Jackies. Aber Bro, ich finde das so funny und das hat mir so diesen einen Tag nach der Edeltour einfach nur so auf der Couch liegen, irgendwie so um 13 Uhr und einfach nur 2 Stunden, ich habe wirklich nicht am Handy gechillt, ich habe einfach nur 2 Stunden einfach nur die Nanny geguckt, ja, und habe mir Essen bestellt. Digga, das war so... Holy shit, Bro. Okay, alles ist in Ordnung. Holy shit, Bruder. Selbst, also die Edeltour ist wirklich das Einzige, was schaffen kann, dich zum normalen Mensch zu machen, Bro. Ja. Er chillt einfach ohne Handy, er geht mit Freunden raus. Ich dachte so... Heilige Alter, Scheiße. Ich dachte, alles ist in Ordnung. Ich gucke die Nanny, Bro, und esse was. What Bruder, the fuck, bei Edeltour jeden Monat, dass wir klarkommen. Nee, auf gar keinen Fall. Ja, Freunde, meine Empfehlung der Woche ist, bleibt einfach mal geil, räumt hier bitte unseren Keller auf, wenn ihr darauf Bock habt. Fernsehtechnisch kann ich euch Sommerhaus der Stars dieses Jahr wieder mal ans Herz legen. Boah, ist das gut, oh mein Gott. Ich schaue mit Julia, es ist wirklich verrückt. Also at this point kann ich es nicht mehr manchmal glauben. Also das ist teilweise passieren so absurde Sachen, dass ich wirklich glauben muss, dass es gescriptet ist. Ich weiß, es ist nicht. Aber also, es ist nur krank. Also diese Staffel ist komplett peinlich und krank. Geh auf jeden Fall rein. Und ansonsten empfehle ich euch, nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder einzuschalten, Freunde. Wenn Kevin vielleicht dann ausgeschlafen hat. Ja, nächstes Mal habe ich mehr Energie, Freunde. Aber es war trotzdem eine schöne Folge. Ja. Ich möchte mich bei dir bedanken. Ich möchte bei euch bedanken, dass ihr uns auf Spotify 5 Sterne da lasst. Und gerne folgt, wenn ihr Lust habt. Und auf YouTube einen Daumen nach oben und ein Abo. Wir sind eure Edeltalkers. Und wir verabschieden euch jetzt in den Abend, Mittag, Morgen. Wo immer, wenn du gerade Auto fährst, lenk mal die Leitplanke. Edeltalk ist out. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.